Willkommen zum zweiten Abschnitt von Quantisierungsrauschen im Kurs Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Dieses Kapitel habe ich vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam benannt. Ich habe es genannt Parseval im Leistungsrausch. Und in diesem Kapitel geht es um das Parsevalsche Theorem, was sich damit beschäftigt, wie man Leistung im Frequenz- und im Zeitbereich beschreiben kann. Springen wir direkt in die Mathematik rein. Es geht in diesem Kapitel und speziell auf dieser Folie darauf, Ihnen zu zeigen, dass man die Energie oder die Leistung eines Signals gleichermaßen in der Zeit wie in der Frequenzebene berechnen kann. Das ist für die Praxis ein extrem wichtiger Zusammenhang. Und weil das so wichtig ist und weil Parsevals Theorem das erste war, er der erste Mathematiker war, das war so um die Französische Revolution herum, der diesen Zusammenhang aufgeschrieben hat, werden alle drei Sätze, die ich Ihnen auf dieser Folie zeige, auch als Parsevals Theorem bezeichnet, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Das erste beispielsweise, was ich Ihnen hier zeige, das ist eigentlich der Satz von Plancherel, der besagt, dass die Energie eines Energiesignals, das heißt ein Signal, was eine endliche Ausdehnung hat und dementsprechend auch eine endliche Energie, dass man den mithilfe der Fourier-Transformation in der Zeit oder in der Frequenzebene bestimmen kann. Das gilt auch für zeitdiskrete Signale, da ist es dann nicht die Fourier-Transformation, sondern die DTFT, aber ansonsten gilt hier das Gleiche. Habe ich jetzt ein periodisches Leistungssignal, das unendlich ausgedehnt ist, und klar, wenn es periodisch ist, muss es unendlich ausgedehnt sein, dann ist zwar die Energie dieses Signals unendlich, eben weil es unendlich ausgedehnt ist, aber ich kann ganz leicht seine Leistung berechnen, weil ich ja nur über eine Periode integrieren muss. Dann dividiere ich durch die Periodendauer und erhalte dann die Leistung. Im Frequenzbereich ist es auch ganz einfach, da ich ein periodisches Signal habe, habe ich im Frequenzbereich ein Linienspektrum und dann kann ich die Amplituden der einzelnen Frequenzlinien quadrieren und aufsummieren. Habe ich ein zeitdiskretes Signal, wird das Ganze noch einfacher, weil dann muss ich nur die Fourier-Transformierte berechnen und kann dann meine Leistung des Signals auch aus der DFT bestimmen. Und das ist jetzt das eigentliche Parsevals Theorem. Dazu gesellt sich ja noch die dritte Variante. Und zwar, wenn ich ein stochastisches Leistungssignal habe, das heißt, das ist auch unendlich ausgedehnt, es hat auch eine unendliche Energie, ist aber halt nicht periodisch, dass ich mir da nicht eine Periode rauspicken kann, dann ist die Fourier-Transformierte nicht definiert, weil das Signal halt eine unendliche Energie hat. Und dann muss ich die Leistung im Frequenzbereich über die Transformierte der Autokorrelationsfunktion berechnen. Müssen Sie es gar nicht so im Detail wissen. Nur es geht halt auch mit stochastischen Signalen, auch wenn deren Fourier-Transformierte eigentlich nicht definiert ist. Muss man halt, wie gesagt, einen kleinen Umweg machen. Und dieser Satz ist eigentlich das Wiener Kindschein-Theorem. Also Sie sehen, die Sätze besagen alle ähnliche Dinge. Oder wenn man nur ganz grob hinguckt, die Äquivalenz von Energie bzw. Leistung im Frequenz- oder Zeitbereich. Aber die Mathematik, die dahinter steckt, ist schon eine andere. Wir nennen das trotzdem jetzt einfach Parsevals Theorem, der Einfachheit halber. Für allgemeine Leistungssignale muss ich, wie gesagt, die Autokorrelationsfunktion bestimmen. Und ich erhalte dann die sogenannte spektrale Leistungsdichte hier oder Power Spectral Density von X. Und was das ist, wie das definiert ist, das gucken wir uns gleich noch an. Schauen wir uns die Berechnung der Leistung im Frequenzbereich nochmal genauer an. Wir betrachten ja hier zeitdiskrete Signale mit periodischen Spektren und deshalb dürfen wir das Integral nur über eines von diesen Bändern, zum Beispiel über das Basisband, ausführen, so wie das hier eingezeichnet ist.
Da wir davon ausgehen, dass aufeinanderfolgende Samples von unserem Quantisierungsfehler unkorreliert sind, ist das Quantisierungsrauschen weiß. Und weiß, dieser Begriff kommt aus der Optik, da weißes Licht ja ungefähr gleiche Leistungen bei allen Spektrallinien enthält, also bei allen Farben. Für uns heißt das, die Leistung ist gleichmäßig verteilt in unserem Basisband, also zwischen minus FS 1/2 bis plus FS 1/2. Und damit definieren wir die sogenannte Rauschleistungsdichte eines mit FS 1 abgetasteten Signals als die Gesamtrauschleistung in diesem Band dividiert durch die Bandbreite FS 1. Und das können wir hier ganz einfach machen, da wir, wie gesagt, weißes Rauschen haben, was eine konstante Rauschleistungsdichte in dem ganzen Band hat. Die Einheit von dieser Rauschleistungsdichte ist jetzt eigentlich Watt pro Hertz, aber wenn wir von der nachrichtentechnischen Leistung ausgehen, dann können wir auch sagen, es ist Volt Quadrat pro Hertz. Das geht genauso. Und der Sinn von dieser Rauschleistungsdichte, wofür man die gebrauchen kann oder wofür man die braucht, sehen wir beispielsweise, wenn wir eine höhere Abtastrate FS2 wählen. Die Gesamtrauschleistung, egal mit was für einer Abtastrate ich arbeite, ändert sich nicht. Die Gesamtrauschleistung ist immer Q² dividiert durch 12. Damit muss ich jetzt aber die Rauschleistungsdichte verändern, weil ich habe ja jetzt eine größere Bandbreite. Das heißt, meine Rauschleistungsdichte sinkt, geht dafür über eine größere Bandbreite, insgesamt also die Fläche bei beiden Abtastraten gleich. Das nützt mir alleine jetzt noch nichts. Wenn ich jetzt aber beispielsweise ein Signal habe, was nur eine Bandbreite B hat, dann brauche ich ja eigentlich diesen Bereich hier zwischen B und FS 2/2, den brauche ich nicht. Das heißt, den kann ich mit einem digitalen Tiefpassfilter, kann ich diesen Teil meines Quantisierungsrauschens unterdrücken, den kann ich rausfiltern, ohne dass das jetzt mein Signal, dessen Bandbreite hier von 0 bis B geht, in irgendeiner Form beeindruckt. Was jetzt passiert? Ich reduziere auf die Art meine Gesamtrauschleistung. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr die Rauschleistungsdichte hier drunter mal FS2 insgesamt, sondern ich sehe jetzt, dass die Rauschleistung, die übrig bleibt, dem Verhältnis von B und FS2 entspricht. Da taucht jetzt der Begriff der Oversampling-Rate, OSR, drin auf. Und das meint das Verhältnis von Abtastrate und Signalbandbreite. Und damit kann ich jetzt sagen, dass mit meinem Oversampling Ratio meine Gesamtrauschleistung reduziert wird. Wenn, und das ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, wenn ich ein entsprechendes digitales Tiefpassfilter verwende, was alles Quantisierungsrauschen oberhalb meiner Signalbandbreite B ausfiltert. Sonst funktioniert das nicht. Einfach nur schnell abtasten reicht nicht, sondern ich muss schneller abtasten, als ich es eigentlich brauche. Und diesen Gewinn, den bekomme ich dann, indem ich die höheren Frequenzen unterdrücke. So funktioniert Oversampling. Das gucken wir uns aber in dem Kapitel SMP, Sampling, noch ein bisschen genauer an. Jetzt schauen wir uns nochmal die Leistung allgemein an von Breit- und von Schmalbandsignalen. Und der Unterschied ist, Sinussignale sind Schmalbandsignale und Rauschsignale sind Breitbandsignale. Und wenn wir jetzt beides gemischt haben, so wie es in der Praxis eigentlich meistens der Fall ist, dann muss man genau aufpassen, wie man jetzt die Leistung berechnet. Das heißt, wir gehen jetzt von so einem Prozess aus, der aus einem Sinussignal besteht und einer zufälligen Komponente Epsilon von N. Zum Beispiel Quantisierungsrauschen, aber es könnte auch irgendein anderer zufälliger Prozess sein. Im Zeitbereich ist die mittlere Leistung n des Zufallsprozesses einfach die Varianz, also zumindest für einen stationären Prozess.
Die Leistung des deterministischen, periodischen Signalanteils erhält man, indem man das Quadrat des Signals über eine Periode aufintegriert und dann durch die Periodendauer dividiert. Und da halten wir die bekannte Leistung a Quadrat halbe für sinusförmige Signale. Im Frequenzbereich berechnen wir jetzt die Leistung des deterministischen Signalanteils über die DFT, weil es ja wie gesagt periodisch und zeitdiskret. Und da entspricht dann die Leistung der Summe der Quadrate meiner Frequenzlinien, dividiert durch die Länge der DFT. Wenn wir das ausrechnen, dann bekommen Sie zwei Linien mit der Amplitude a 1 halbe heraus. Wenn wir die aufquadrieren, ist a1 Quadrat Viertel plus a1 Quadrat Viertel gibt a1 Quadrat halbe. Das heißt, da hat Parseval schon mal recht. Für das zufällige Signal kann man das jetzt nicht so einfach berechnen. Da müssen wir jetzt einfach den entsprechenden Formeln glauben, nämlich dass die Rauschleistungsdichte die Gesamtrauschleistung dividiert durch Fs ist. Und naja, klar, wenn wir jetzt über Fs hier wieder aufintegrieren, kommt natürlich wieder die Gesamtrauschleistungsdichte En raus. Und das heißt, wir können jetzt im Frequenzbereich die Gesamtleistung ausrechnen und im Zeitbereich natürlich genauso. Und da sehen wir, da kommt bei beiden das Gleiche raus. Es ist jetzt kein wirklicher Beweis, schon klar, aber nur nochmal zu zeigen, wie man die Leistung im Zeit- und im Frequenzbereich bestimmen kann von so einem Signal, was gemischt ist aus Schmalband- und Breitbandkomponenten. Das war ein kurzes, wenn auch ziemlich mathematisches Kapitel. Im nächsten Kapitel wird es wieder ein bisschen praxisorientierter. Da schauen wir uns nämlich an, wie man aus der DFT von einem solchen Signal die Leistung des Rauschens und der deterministischen Komponenten berechnen kann und dann dementsprechend daraus das SQNR bildet. Danke fürs Zuhören und Mitmachen.